Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier zurück hier zum Bus-Simulator auf der PlayStation 4. Ich bin's, der Bio. Begrüße euch ganz herzlich, freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, ihr seht's, wir sind jetzt aktuell hier bei minus 75.000, haben uns ja in der letzten Folge uns ein bisschen verschuldet. Hoffen natürlich, dass wir jetzt in dieser Folge heute eventuell unser nächstes Ziel hier abstecken und dementsprechend diese 75.000 bekommen, ja, um wieder aus den Schulden zu sein. Allerdings muss ich sagen, es gab jetzt wieder jetzt in den letzten, zwischen den letzten Aufnahmesessions und jetzt in dieser Folge wieder ein paar Updates. Und ich muss sagen, Leute, da ist ein bisschen was im Argen hier irgendwie gerade. Still Alive ist da wohl noch hart im Kämpfen. Schaut mal, wie das Ganze hier ruckelt. Ah nee, jetzt scheint es zu funktionieren. Da musste ich wahrscheinlich gerade erstmal so ein bisschen erholen. Okay, also die Performance soll wohl halt immer noch mega, mega schlecht sein. Es gab jetzt sowohl hier unten in den Einstellungen, konnte man jetzt hier ein bisschen was einstellen. Hier im Spiel zum Beispiel können wir jetzt hier zum Beispiel die Minikarte Spiegel ausschalten. Spart alles Performance. Also gerade die Spiegel hier zum Beispiel. Wir haben hier nämlich die maximale NSC-Autoanzahl. Wenn ihr die zum Beispiel jetzt hier auf Mittel oder Niedrig setzt, könnt ihr die Performance von dem Spiel hier noch verbessern. Wir lassen das Ganze mal auf Hoch. Wir wollen das Ganze erstmal noch schauen. Vielleicht müssen wir das dann im Nachhinein nochmal ein bisschen anpassen. Okay? Von daher würde ich sagen, wir gehen hier hoch. Wählen uns unsere Tour, denn ihr seht, auf der Linie 5, 4, 6 und 7 haben wir bereits Fahrer drauf. Nur auf der Linie 8 nicht. Und da müssen wir mal gucken. Auch kam jetzt hier die Frage auf, wie kann man das hier wieder in die richtige Reihenfolge bringen? Leute, muss ich passen? Ich weiß das auch nicht, wie das gehen soll. Ich kann ja mal kurz gucken, aber Strecke löschen, Strecke bearbeiten. Wir können hier keine neue Richtung ändern. Das können wir machen. Haltestelle hinzufügen, speichern, die Bushaltestelle neu sortieren, also neu ordnen. Das können wir machen, aber wir können nicht die Nummern neu vergeben oder sowas. Also das ist ein bisschen komisch, da muss ich nochmal auf der PC-Version mal nachgucken, wie das Ganze oder ob es da überhaupt funktioniert. Nun gut, ich würde mal sagen, wir starten hier in der, auf der, wie gesagt, der Linie 8. Gucken mal, welcher Bus jetzt hier aktuell frei wäre. Wir haben 5 Fahrer und 5 Busse, wir haben gar keinen Bus da. Oder? Nö. Heieiei. Das ist natürlich nicht schön. Jetzt muss ich da mal gucken. Welche können wir denn uns jetzt hier sparen erstmal? Also die kleinen, die haben wir sogar schon entfernt. Warte mal, hier sind doch bloß 4 Fahrer drauf. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann muss ich mal was anderes gucken. Wer fährt denn jetzt hier aktuell und wer fährt denn hier nicht? Das wäre nochmal eine gute, interessante Frage. Ah, hier sehen wir zum Beispiel. Ah, der Setra ist frei. Okay, also mit dem Setra können wir fahren. Dann wählen wir den hier aus. Holen uns unseren Setra. Regnerischer Tag, kannst du machen, wie du magst. Und dann lassen wir alles wieder realistisch an und starten hier in die Fahrt rein. So, eine Haltestelle auf deine Strecke wird gewartet. Deine Strecke hat sich deswegen geändert. Sehr schön. So, na denn. Achso, wir müssen noch den Gang einlegen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, eine einzelne Senior. 3,20 Euro. Ich brauche einige Fahrkarten. Woche Standard 2. Danke. Ja, auch kam in den Kommentaren. Wie gesagt, halt das mit der Performance, dass das halt wohl immer noch nicht im Griff gekommen ist. Also, dass Still Alive da immer noch ein bisschen dran hinterherhängt. Manchmal müssen sie halt auf die Freigabe warten. Auf dem Ganzen. Aber es soll wohl halt in der großen Gesamtmasse, soll das wohl halt echt schlecht laufen. Das ist natürlich schon ein bisschen sehr schade.
Aber ich denke mal, also dadurch, dass halt so viele Updates kommen, werden die natürlich da dran sitzen und dementsprechend halt das Ganze auch versuchen zu fixen. Dauert leider wahrscheinlich nur ein bisschen. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Einzeln, Standard 2. Was war denn das jetzt? Sah aus, als ob irgendwer gerade geblitzt worden ist. Danke. Ach, jetzt haben wir zu viel gegeben. Toll. Achso, das war der Bus, der hat uns die Lichthupe gegeben. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja, wie gesagt, also das bei der Performance, dass das Ganze noch dran ist. Wie gesagt, das Problem ist, dass manchmal so viele Updates kommen oder du machst gerade die News-Folge und schwuppdiwupps kam an dem Tag vielleicht noch ein Update raus. Das ist natürlich dem. Das ist echt nicht mein Wetter. Ist dann natürlich ein bisschen ärgerlich, weil, das, weil ich das Ganze nicht mehr in die News aufnehmen konnte. Oder ich habe eine News angesprochen von und in dem Moment kommt aber schon die nächste raus. Das ist natürlich dann auch schön. Nein, aber auch wurde gefragt oder wurde angemerkt, dass denn doch halt relativ wenig Folgen kommen. Das Problem ist, da ich ja nun ein ÖPNV-Simulationskanal bin, versteife ich mich halt meistens nicht immer nur auf eine Simulation, sondern gehe halt so in, ja, verschiedenen. Wie gesagt, ich habe Omsi, ich habe Lotus. Wie gesagt, jetzt mit Bus-Simulator ist eigentlich ein kleines Projekt währenddessen noch entstanden. Und dadurch kann es natürlich sein, dass dann halt nur 2-3 Folgen immer in der Woche kommen. Je nachdem, wie viele andere Projekte noch laufen. Wie gesagt, halt mit Omsi, wenn es da jetzt neue Sachen gibt, dann versuche ich da eher so was zu zeigen. Oder Lotus halt auch, ne? Da dürft ihr mir nicht böse sein, wenn ihr auf eine Folge wartet und es kommt keine. Weil da die Prioritäten ein bisschen woanders liegen halt. Wie gesagt, halt mit Omsi, Lotus und so. Ja, da kommt das leider mal ein bisschen so vor. Ich versuche halt auch öfter, den Bus-Simulator zu zeigen. Ich brauche eine Fahrkarte. Weil hier hat man ja auch irgendwann das Gefühl, dass man das dann irgendwann mal zu Ende ist. Danke. Jetzt habe ich die Oma eingeklemmt. Ah, großartig. Ah, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Als Dank gibst du mir so viel Geld, ja, das finde ich sehr schön. Heieiei, das sollte nicht passieren. Bio der Schlingel wieder hier. Das muss aber auch gezeckt haben. Ah, Mann. Kennt ihr sowas? Schadenfreude? Schadenfreude ist die beste Freude. Bus fahren, ne? Das hätte ich nicht mehr ausgezahlt. Nee, also auf jeden Fall bin ich hier dran, ja. Also gucken mal, dass wir hier, wie gesagt, mal alle Sachen freischalten. Wir werden uns auch den neuen DLC angucken, wenn der denn mal erscheint. Ah ja, hier ist die Bushaltestelle, die. Gerade blockiert ist. Westspeichert. So. Und natürlich noch ein bisschen Fahrt hier vor uns. Oh Gott, da will jemand mit. So. Allerdings. Kommt öfter mal in die Kommentare. Hier ist die Fahrkarte. Kontrollier doch mal öfter hier, nach bitte. Fahrscheine. Na klar. Hier, bitte. Hier ist die Fahrt. Augenblick da. Was? Ach so, hier. Hier, bitte. Du hast Müll aufgesammelt während der Fahrt. Alles klar. Ja, kein Schwarzfahrer hier. Schade.
einmal drehen hier. Nein, das hat es jetzt so ordentlich Geld gekostet. 831 Euro. Wir haben die blöde Laterne damit genommen. Ja, ihr generiert höheres Einkommen, wenn ihr natürlich die Routen perfekt abschließt, ja, so mit 5 Sternen oder sowas. Ihr generiert natürlich auch Einkommen, wenn ihr zum Beispiel jetzt nur 2-3 Sterne habt oder 4 Sterne, ne? Aber ihr bekommt dann halt nicht so ein hohes Gehalt, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel 5 Sterne habt und da eine KI draufsetzt. Also wenn ihr eine KI haben solltet und auf der Route fahren lassen möchtet, versucht immer diese 5 Sterne zu bekommen, damit ihr es einfach nicht schwer habt, hier an Geld zu kommen. Zum Beispiel sowas jetzt hier wird uns jetzt natürlich ordentlich jetzt kosten wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt in die Wertung eingeht. Aber so bei 4 Sternen seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Alles, was drunter ist, solltet ihr vielleicht dann eventuell nochmal fahren. Jetzt ist ja zum Beispiel perfektes Fahren, keine Unfälle. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Immer pünktlich sein und alles sowas. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Einzeln, Standard. Ja. Danke. Stockerplatz. Ja, das Problem ist, wie kann man es jetzt natürlich machen, ne? Dass das Ganze halt performanter läuft, das ist ja wahrscheinlich so eine Frage, die sich gerade auch so Still Alive ein bisschen stellt. Tatsächlich muss ich aber sagen, finde ich tatsächlich, dass das Spiel gefühlt noch niedriger aufgelöst wird aktuell. Also ich erkenne ja nun leider so gut wie gar nicht, ich muss dazu sagen, ich spiele das Ganze halt auch noch auf dem 4K-Monitor und alles was, ja. Aber ich sehe tatsächlich wirklich nichts mehr von den von der Anzeige vom Tacho oder sowas, ja. Also das ist halt komplett verschwommen. Das kam mir zum Release der Version gar nicht so vor, dass das Ganze jetzt so ein bisschen allgemein, die ganzen Schalter wirken alle so gefühlt, als ob das halt alles echt niedrig aufgelöst ist. Das macht man, um das Spiel natürlich noch performanter zu machen. Also, wie gesagt, ich könnte jetzt zum Beispiel den Bus-Simulator jetzt auf dem PC auf 4K spielen, ja, und alles wäre super knackscharf und hast nicht gesehen, läuft in 60 FPS und hast nicht gesehen. Aber bei einer Konsole muss man natürlich halt, da kannst du nicht jetzt mehr Arbeitsspeicher reinbauen oder eine größere, eine geilere Grafikkarte, das geht ja nicht. Also musst du halt in dem Spiel halt dem System halt ein bisschen anpassen. Aber ich finde halt auch, dass du auf Normalo-Rechner den Bus-Simulator schon in Full HD schon scharf hinbekommen ist halt. Aber nicht so ein Texturmatsche hier, wie jetzt hier zum Beispiel in dem Bus-Simulator aktuell. Also ich würde fast vermuten, dass das Ganze sogar nur auf 27p läuft und dann einfach nur hochgerechnet wird. Zumal meine PlayStation halt so eingestellt ist, dass sie eigentlich 4K abspielen soll. Mysteriös. Aber dass Simulationen schon immer anders waren als wie manche andere Spiele, das ist ja leider kein Geheimnis. Ich denke halt immer wieder gern zurück, ja, und denke mir so, ja, die ersten Jahre, wo die Simulationen dann für die PC dann so rausgekommen sind, wie schlecht liefen die ersten Bus-Simulatoren. Oh mein Gott. Da brauchtest du einen NASA-Rechner für, damit das gefühlt einfach wie es sich läuft, ja. Wiedersehen. Eine Fahrkarte. So, Standard. Druck hin. Ach man, Leute, warum gibt ihr denn immer so viel Geld, ey?
Das ist leider aus der PC-Version mit 1:1 übernommen worden hier. Danke. Eine Fahrkarte, bitte. Kein Busfahrer würde solche Summen annehmen. Hier wieder, 18,20 Euro, ja. Danke. Bitte eine Fahrkarte. Oh nee, warte mal, wo müssen wir zurück? Gott, der Student. Siegwalden, in Lido. Ihr könnt mir gerne mal so in die Kommentare posten, zur Simulation auf den Konsolen, ob das halt was für euch ist. Denn wie gesagt, nutzt doch da mal die Kommentarfunktion und schreibt noch mal zeitgleich rein, ob ihr mal was von dem Transom World sehen wollt, der jetzt ja nun vor einiger Zeit jetzt für die PlayStation erschienen ist. Der würde mich nämlich auch ein bisschen reizen, mir den mal anzuschauen, wie die Konsolenversion so ist. Dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht kann ich ja da irgendwas machen. Also an sich haben wir ja Transom World ja jetzt auf dem PC und das sieht echt hübsch aus. Also Transom World ist mit einer der hübschesten Simulatoren, die ich bis jetzt so gesehen habe. Und deswegen wäre es schon mal eine coole Sache, mal einfach mal so ein 1:1 vielleicht zu sehen, so wie sieht das Ganze halt auf der PlayStation aus. Oder vielleicht die Xbox. Mal gucken, vielleicht finde ich ja da jemanden. Ist das die richtige Strecke? Ja, weiß ich nicht. So, einmal nach rechts. Aber ich denke mal, die größeren Probleme werden wahrscheinlich eher so in der Altstadt kommen. Ne? So, wenn wir dann halt so richtig in der Stadt drin sind wir ja immer noch so ein bisschen in der Vorstadt, vor Ort. Gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals. Das war als... Ja. Echt schön, dich zu sehen. Ich wünsch dir was. Ja, das kriegen wir auch manchmal. Kennst jemand wieder und dann überlegst du die ganze Zeit, wer war denn das? Und was mich hier so ein bisschen stört, die Verkehrszeichen, die stehen an falscher Position. Wie zum Beispiel das Vorfahrtsschild, das muss vor der Kreuzung stehen und nicht hinter der Kreuzung. Das sind so eine kleine Sachen, die sind mir damals auch schon bei der PC-Version negativ aufgefallen. Ja, und das haben die hier auch wieder 1:1 übernommen. Also gerade bei solchen Simulationen sollte man schon darauf achten, dass dann die Verkehrsregeln da schon richtig sind, so stimmen halt. Ne? Danke. Oh, das müssen wir gleich hier
einfach in den Spiegel reingucken, die Person suchen, die die Kopfhörer aufhat und dann ansprechen. Oh, Leute. Da in der Luft. Da hängt ein Scheinwerfer in der Luft hier, aber allerdings ohne irgendwelchen Gestänge oder sowas. Da hat er irgendwas nicht richtig geladen hier. Oder das gehört nicht hin. Seht ihr das? Ja, ne. Klar seht ihr das. So, da bin ich. Oh! Ich glaube, ich habe tatsächlich nicht gesehen. Hey, lange nicht gesehen! Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial! Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut! Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu buchen. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Sieht man es auch schön an den Büschen, ne? Also. Man muss hier scheinbar ganz schön große. Kompromisse eingehen hier, damit das Ganze hier auf der Konsole läuft. Sehr pünktlich, danke. Abgebremst. Seid auch schon mal ausgestiegen und habt dem Busfahrer gesagt, so geil geparkt, Alter. Ja, macht das mal, der wird euch mit ganz komischen Augen angucken. So, ab zum alten Sägewerk. Ja, ist eine lange Linie hier, die wir uns hier zusammen gebastelt haben. Und müssen ja 85% der Haltestellen anfahren, damit wir hier weiterkommen. Ah, hier stimmt auch was mit der Ampel nicht. Zeigt rot und grün zeitgleich. Oder wahrscheinlich eher orange da. Manche Abschnitte sind schon sehr eng hier. Ja, kommen wir hier nicht mehr hoch. Thank you.
Augenblick. Da. Was? Ach so. Hier. Was? Ach so. Hier, bitte. So. Gibt's nix. Kein Geld für uns. War jetzt schon gemein gewesen. Normalerweise hätte man jetzt reinfahren lassen müssen, aber er stand ja schon. Zum Glück ist bald Sonntag. Sonntag hört sich gut an, ja. Was ist los hier? Voll viele Busse hier von uns unterwegs. Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. So, schauen wir mal, ob da irgendwo Müll drin rumliegt. Ich dachte jetzt schon, jetzt haben wir das Spiel schon kaputt gemacht. Das wäre ärgerlich gewesen. Nee. Von daher können wir das Ganze beenden und. Naja, 20.000 haben wir plus gemacht, immerhin. So, dann schauen wir mal. Alles hat echt nichts gebracht. Ich würde sagen, da müssen wir mal in der nächsten Folge nochmal drüber schauen, was der genau jetzt hier von uns will, weil eigentlich fahren wir alle Haltestellen an. Aber er sagte ja, die von Fahrern generiert wird. Wahrscheinlich, ja, wir müssen wohl noch einen Kredit aufnehmen, um uns noch einen Bus kaufen zu können. Können wir hier alle 5 Fahrer drauflassen, können die fahren und wir fahren eine Extra-Tour. Ich glaube, so machen wir das in der nächsten Folge. Also, diesmal nicht so eine lange Folge. Vielleicht, hoffentlich. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, unbedingt wieder einschalten. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst hoffe ich, dass wir uns, ja, wie gesagt, zum nächsten Part hier wiedersehen. Damit verabschiede ich mich, bedanke mich. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.